Hallo, ich bin Sophia. Heute ist Girls Day und ich spreche mit Frauen aus der Digitalwirtschaft und dem Startup-Beauftragten des Bundeswirtschaftsministeriums. Stellt euch doch bitte einmal kurz vor. Mein Name ist Julia Freudenberg, ich leite die Hacker School. Wir sind eine gemeinnützige GmbH, die Kinder und Jugendliche für Programmieren begeistern möchte und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Hallo, ich bin Miriam Wohlfahrt. Ich bin Gründerin von Ratepair und Banksware im Fintech-Bereich und ich finde es ganz toll, dass ich heute hier bin. Liebe Girls, liebe Sophia, ich freue mich auf die Diskussion. Hallo, ich bin Stefanie. Ich habe schon 2008 meine erste Firma gegründet im Deep-Tech-Bereich und bin jetzt gerade wieder dabei, in einem ganz anderen Bereich was zu gründen. Hallo, ich bin Thomas Herzombeck und ich freue mich, im Bundeswirtschaftsministerium den schönsten Job zu haben, nämlich mit so tollen Gründerinnen reden zu dürfen und auch noch anderen Gründern, um zu verstehen, was sie antreibt, was hilft und was nicht hilft und was wir machen müssen, damit Deutschland auch ein super Gründerstandort bleibt und noch mehr wird. Was ist denn überhaupt ein Startup? Also ein Startup ist eine Unternehmensgründung, wo es erstmal um Technologie geht, die dann mit Wagniskapital finanziert ist und die auf schnelles Wachstum ausgelegt ist. Und wir sind natürlich angetrieben davon, dass die ganzen großen Tech-Startups offensichtlich in den letzten 20 Jahren eher aus dem Silicon Valley und aus China gekommen sind. Google, Apple, Facebook, was auch immer. So, und deshalb müssen wir hier besser werden. Und macht es Spaß, in einem Startup zu arbeiten? Total. Also es gibt keine schönere Arbeit, weil man sich sehr frei entfalten kann. Wenn man selber die Idee hatte, dann steht man ja auch für seine Idee und man kann sehr kreativ arbeiten. Das ist was sehr Schönes. Und man kann sich seine Zeit frei einteilen. Also wenn man darüber nachdenkt, auch eine Familie zu haben, dann muss man nicht wie in vielleicht in anderen Firmen zu bestimmten Zeiten präsent sein, weil der Chef einen dann da gerne sehen oder anrufen würde, sondern erstens mal ist man dann selber Chef und kann sozusagen sich seine Zeit so einteilen, wie es für die Firma, für einen selber und die Mitarbeiter natürlich gut passt. Okay, und was muss man können, um in einem Startup zu arbeiten? Ich glaube, wichtig ist, dass du ein gutes Durchhaltevermögen hast, weil weißt du, wenn du anfängst von einer Idee, das ist ja meistens eine Idee, die anfängt zu leben und aus der Idee entsteht irgendwas. Da gibt es auch ganz viele Rückschläge. Und eins der wichtigsten Sachen ist, dass du damit gut umgehen kannst und denkst, okay, das hältst du durch. Und das kannst du in der Regel ganz gut, wenn du eine Idee hast, an die du wirklich glaubst, weil dann hast du ganz viel Kraft in dir und dann geht es auch sehr viel einfacher. Und du solltest ein bisschen Mut aufbringen und einfach mal machen. Aber du wirst auch sehr belohnt davon. Das ist also wirklich was Tolles. Und ich glaube, man muss kein Techie sein, um ein Startup zu gründen, das jetzt auch ein technologiegetriebenes Startup ist, weil ein Team sollte immer ein Startup führen und da gibt es dann unterschiedliche Kenntnisse und Kompetenzen, die die Gründer und Gründerinnen mitbringen. Und je komplementärer das ist, also sich ergänzt in den Fähigkeiten, desto besser ist das. Und das ist auch mal oft eine Perspektive, auch von Nicht-Techies, gar nicht so schlecht für den Geschäftsbetrieb. Und ich finde, man sollte Empathie mitbringen. Denn wenn man ein Startup aufbaut, dann baut man ja auch eine Anzahl von Mitarbeitern auf und mit denen sollte man auch gut umgehen können. Und wie hoch ist eigentlich der Frauenanteil in der Startup-Szene? Der ist leider zu gering. Also deshalb, wir müssen hier auch ein bisschen Werbung machen, weil also meine Firma zum Beispiel, die ich gegründet habe, ich bin auch kein Techie, aber ich habe zwei Tech-Firmen gegründet, obwohl ich kein Techie bin. Aber ich habe immer tolle Leute an meiner Seite gehabt, die das konnten. Und in meiner einen Firma haben wir ganz viele Frauen. Da sind wir sogar bei den Chefs. Also wir haben mehr Chefinnen als Chefs. Also das gibt's auch selten. Aber wir brauchen mehr Frauen, weil ich glaube, viele von euch wissen noch gar nicht, dass das auch ein Beruf sein kann, zu gründen und dass das ein richtig cooler Beruf ist. Und deshalb sind wir auch heute hier, weil wir euch das auch ein bisschen näher bringen wollen. Also es gibt leider nur 15% Frauenanteil in der Startup-Szene. Und das ist natürlich viel zu wenig. Denn wenn der ganze Rest Männer sind, die Produkte bauen für eine Gesellschaft, in der ja die Hälfte weiblich ist, dann ist das, glaube ich, nicht so gut. Also das kann man verbessern. Und ja, es ist ein super spannender Beruf und Frauen haben da genauso viele Chancen und die Chance, auch sich selbst zu verwirklichen da drin, wie Männer auch. Und wir brauchen die Ideen und die Gedanken und die Innovation von Frauen, damit ja auch eine ausgewogene Gesellschaft auch ausgewogene Produkte kriegt. Okay, und was kann man dafür tun, dass es vielleicht mehr Frauen werden?
Wir sehen, dass wir in der IT, in der künstlichen Intelligenz, auch nur 17% Frauen haben. Und das ist genauso zu wenig wie die 15% beim Gründen. Und was wir dafür tun und was ich glaube, was jeder mit unterstützen sollte, ist, dass wir auch Mädchen für MINT begeistern, für Mathe, für Informatik, für Programmieren. Weil insbesondere in diesem Bereich, wie Thomas das gesagt hatte vorher, ist das mit dem Gründen eine ganz schicke Sache. Und was auch wichtig ist, wenn man sich zum Beispiel die Berufe in einem Startup anguckt, das sind ja nicht nur, selbst wenn du keinen Spaß hast an den MINT-Fächern, also es gibt ja auch viele Mädels, die sind einfach, die haben echt Spaß an Kreativität oder an Projekten, sowas voranzubringen. Das gibt's ja auch in einem Startup. Also es sind nicht nur technische Berufe. Also bei uns zum Beispiel in meiner Firma gibt's auch ganz viele Berufe, die nicht technisch sind. Also dazu ist es auch gut, wenn du zum Beispiel gut in Deutsch warst oder wenn du gut schreiben kannst oder wenn du gut einfach so grafische Sachen machen kannst. Das ist also auch wichtig. Also ich glaube, dass sich die Mädchen hier auch mehr ein Herz fassen müssen, auch gerade wenn es um die Frage von Führung geht. Ich glaube, das ist ganz wichtig hier an der Stelle mal zu sagen. Es ist eben nicht, oder ich habe manchmal den Eindruck, dass manche Mädchen sagen, ach, lass mal die Jungs vorne weg. Und ich appelliere hier an mehr Selbstbewusstsein. Ich glaube, sehen wir in der Politik, dass Frauen großartige Anführerinnen sein können. Bei Angela Merkel angefangen und viele andere taffe Kolleginnen und die sich auch in der Wirtschaft bei den Gründerinnen. Und deshalb, Mädchen, traut euch da auch mal mehr zu und zeigt mal den Jungs, wo es lang geht. Auf jeden Fall. Und hattet ihr das Gefühl, also dass ihr es als Frauen schwerer hattet, Investoren zu finden, als zum Beispiel eure männlichen Startup-Kollegen? Also bei uns war das so, wir waren ein Team mit 2 Männern und mit 2 Frauen, als ich meine erste Firma Match to Blue gegründet habe. Und da war das schon so, dass bei Investorengesprächen ich tatsächlich dann nach einigen Erfahrungen die Männer zuerst hingeschickt habe, bevor ich mitgegangen bin. Die haben dann auch sehr, so wie man das eigentlich bei großen Firmen macht, geguckt, was man so im Lebenslauf gemacht hat. Und da ich jetzt keinen technischen oder wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund hatte, hat tatsächlich auch mal ein Investor, weil ich auch unter anderem neben einem wissenschaftlichen Studium auch ein musikalisches Studium absolviert hat, dann gefragt, ich könnte ja den Businessplan jetzt auch mal vorsingen. Und auch von dieser Erfahrung habe ich mir gedacht, ja, also bei einer bestimmten Art von Investor gehe ich jetzt erstmal beim Erstgespräch nicht mit, dann bleibe ich lieber zu Hause und mache die Arbeit in der Firma. Ja, das ist leider so. Und da müsst ihr Mädels auch echt dran arbeiten, dass das immer weniger wird. Okay. Was tun denn die Politiker, damit mehr Frauen-Startups gründen? Ja, wir machen hier eine Initiative zum Thema Female Founders und wir haben dazu auch unseren Beirat Junge Digitale Wirtschaft gefragt. Da sitzen eine ganze Menge taffe Gründerinnen drin und auch Investorinnen. In unserem Beirat ohnehin sind übrigens mehr Damen als Herren oder mehr Mädchen als Jungs. Wir haben eine ganze Reihe von Ideen entwickelt, an denen wir jetzt genau gerade arbeiten, die umzusetzen. Das beginnt schon in der Schule, zum Beispiel, dass wir Gründerinnenwettbewerbe machen. Ich finde es wichtig, in jungen Jahren zu verstehen, wie gründet man eigentlich eine Firma? Weil ich glaube, viele gründen schon deshalb nicht, weil sie sagen, das ist so eine große Sache, das ist so eine Blackbox, ich verstehe das gar nicht, das ist nichts für mich. Sondern wir müssen es besser erklären und es sollte schon von Kindesbeinen an eigentlich klar sein, dass Teams immer mit Mädchen und Jungs besetzt sein müssen. So, und da fangen wir an, Rollenbilder zu bauen und wir überlegen auch eine ganze Reihe von Programmen zu machen, die dann zusätzlich für Gründerinnen zur Verfügung stehen, um es eben Mädchen im Schwerpunkt einfacher zu machen, zu gründen. Und warum sollten sich jetzt Frauen und Mädchen für Startups interessieren? Wir müssen doch mal wieder, ich meine, Deutschland war immer so das Volk der Tüftler und der Macher und Denker und wir müssen wieder da hinkommen und nicht das Volk der Beamten werden. Also wir müssen wieder gucken, dass wir nach vorne kommen und auch unser Land nach vorne bringen mit tollen neuen Ideen. Ich glaube, das ist das, was wichtig ist und ihr seid die Zukunft und deshalb braucht man euch, dass ihr sowas macht. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, sich für Gründen und Startups zu interessieren, ist wirklich, seine eigenen Ideen umzusetzen. Und wenn man richtig Freude dabei hat, was man macht,
dann arbeitet man irgendwann nicht mehr, sondern es ist eher so ein Work-Life-Blending, nicht mehr diese Balance, sondern es kann auch ineinander übergeben. Und wenn man wirklich liebt, was man macht, ist das das Beste, was einem passieren kann. Und wenn man selber entscheiden kann, was das ist, kann man diesen Zustand viel einfacher kriegen. Startups können sich auch diejenigen, sage ich immer, auch verwirklichen, die keine Fachidioten sind. Weil was in Zukunft irgendwie ein wichtiges Fachwissen ist, das wird ja auch durch Technologie und auch durch künstliche Intelligenz, das ist ja irgendwie so, dass man nicht mehr sagen kann, ich studiere was oder ich mache eine Ausbildung für ein paar Jahre und dann reicht das für den Rest meines Lebens. Und ein Startup bringt einen dazu, sich auch ständig weiterzuentwickeln und das erworbene Wissen auch ständig weiterzuentwickeln und praktisch umzusetzen. Man setzt selber mit die Rahmenbedingungen und nicht andere. Ja, ich glaube, die Mädchen, die jetzt hier zuhören, die wollen auch nicht den Jungs das Feld alleine überlassen. Das ist jedenfalls das, was ich häufig höre und sehe, dass die Mädchen sagen, hey, das, was die Jungs können, das können wir schon lange. Und ich glaube, da haben sie meistens auch mit Recht. Und insofern kann ich nur sagen, überlass den Jungs nicht das Feld, macht's selbst. Und kann ich oder kann man mit Startups die Welt verändern und vielleicht sogar verbessern? Frag doch mal Elon Musk, ja, der die Idee hatte, ein Auto zu bauen, was keine Abgase mehr erzeugt, oder mit einer Rakete zum Mars zu fliegen und Menschen dort anzusiedeln. Das geht. Und du hast schon viele Startups gesehen, die die Welt verändert haben. Guck dir Amazon an, das war auch mal ein Startup. Es hat die Welt des Einkaufens komplett verändert. Und so hast du viele Sachen, die plötzlich Verhalten auch verändern. Und du brauchst halt jetzt, und wir brauchen jetzt vor allem in Zukunft, wir brauchen auch Ideen für nachhaltigere Wirtschaft, um Energie zu sparen und solche Dinge, um Wasser zu sparen, um anders zu essen, weil unsere Gesellschaft wird sich schon verändern in den nächsten Jahren. Und deshalb gibt es auch unzählige Möglichkeiten für Startups und man kann da sehr nach seinen Neigungen und Interessen gehen. Ich glaube, man muss immer im Kopf behalten, dass Verändern nicht zwangsläufig immer sofort auch verbessern heißt. Was aber ganz sicher ist, ist, dass in dem Moment, wo du selber entscheidest, was du machen willst und wenn du etwas verändern willst, hast du in einem Startup die allerbesten Möglichkeiten, genau das zu tun. Und habt ihr vielleicht noch Tipps für Mädchen, die sich für Startups interessieren oder vielleicht sogar eins gründen wollen? Ja, macht einfach mal ein Praktikum. Macht doch euer Betriebspraktikum nicht irgendwie bei dem großen Unternehmen von dem Freund des Vaters, sondern geht in ein Startup rein. Guckt einfach mal auf die Webseite, was gibt's in eurer Stadt für Startups und schreibt die an und schnuppert einfach mal rein und guckt, wie fühlt sich das an und ob ihr damit was anfangen könnt. Also einfach mal die Berührung dazu suchen und das wäre mein wichtigster Tipp. Und ich glaube, es ist auch eine gute Idee, einfach mal zu gucken, was einen selber interessiert, weil es gibt ja auch ganz, ganz viel Interesse rund um das Thema Umweltschutz und auch da entstehen wahnsinnig viele Startups. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man für das brennt, was man beruflich macht, weil es einen richtig interessiert, dann kann man mit einem Startup wirklich die Welt verändern. Und da zu gucken, was euch interessiert, ist vielleicht ein super Start. Ja, und probiert es vielleicht auch mal bei euch an der Schule oder im Verein oder wo immer ihr aktiv seid aus. Findet euch zusammen in einem Team von unterschiedlichen Leuten, die unterschiedliche Interessen haben, aber vielleicht ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Idee umsetzen wollen. Und dann kontaktiert zum Beispiel ein Startup bei euch und fragt, ob die euch unterstützen wollen und ein bisschen Mentoring geben. Das finde ich auch eine total coole Sache. Und ich glaube, es gibt auch Wettbewerbe in dem Bereich, wo man sogar eben auch dann teilnehmen kann, so ähnlich wie bei Jugend forscht und sich mit anderen dazu noch messen kann. Aber vielleicht einfach mal machen und gucken, ob ihr ein Schüler-Startup gemeinsam startet. Könnt ihr schon unheimlich viel Erfahrung sammeln. Und ja, und freut euch nicht, andere Startups anzusprechen. Die sind dann vielleicht Mentor für euch und von denen könnt ihr lernen. Genau. Und an der Stelle vielleicht noch, es gibt auch Startup Teens, das ist ein gemeinnütziger Verein. Könnt ihr mal auf der Webseite schauen. Dort gibt es auch ganz viele Mentoren zu unterschiedlichen Themen. Wenn ihr da Ideen habt, könnt ihr euch einfach mal an die wenden und fragen, könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Also das ist auch immer noch. Es gibt wirklich viele Initiativen und man muss es nur tun. Aber ich kann euch das nur empfehlen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir am Girls Day über Startups zu sprechen. Hast du super gemacht, Sophia. Ja. Große Klasse, vielen Dank.